Ich bin mir sicher, und in Russland sieht man das genauso, dass wir diesem Ansturm standhalten werden von Seiten des sogenannten kollektiven Westens und sonstiger Feinde von uns. Nicht nur im militärischen Bereich, sondern vor allem auch im wirtschaftlichen. Es läuft ein großer Krieg im Bereich der Massenmedien. Also ich beobachte ja genau die Debatten und die Gespräche über diese Themen in Russland und auch wir in Weißrussland sprechen nicht weniger darüber. Und ich verfolge es mit großem Interesse, beobachte und erhalte zusätzliche Informationen. Und besonders in der letzten Zeit, Sie haben es ja auch mitbekommen, oh, da ist irgendwas auf das Territorium von Polen gefallen. Aber niemand stellt sich dabei ganz einfache Fragen. Wie denn diese wilde Rakete, welche von den ukrainischen Militärs gestartet wurde? Dabei haben sie ja Richtung Osten gezielt. Von dort aus kamen ja die russischen Raketen angeflogen. Und auch abgeschossen wurden sie Richtung Osten. Wie ist sie denn einfach so umgedreht und in die Gegenrichtung geflogen? Diese Frage sollten die Fachleute beantworten. Sowas kann ja nicht sein. Solche Zufälle gibt es nicht. Nun ja, man kann sagen, dass, wissen Sie, die russische Rakete befand sich schon hinter Lwow und flog schon fast auf Polen zu. Deswegen wurde das S-300-Raketensystem umgedreht und die Raketen Richtung Westen geschossen. Hier stellt sich die Frage, warum habt ihr denn die Ukrainer in Richtung eines NATO-Staates Raketen abgefeuert? Und die wichtigste Frage, die niemand beantwortet, und auch die Amerikaner schweigen dazu. In diesem Moment, als die Ukrainer die S-300-Rakete abgefeuert hat, worauf hat sie gezielt? Auf welche Objekte? In diesem Moment befanden sich keine Raketen in der Luft. Sie schweigen. Und auch die Amerikaner schweigen und sagen nichts, weil sie genau wissen, dass auch wir dieses Territorium beobachten und kontrollieren. Und wir sehen hier auch das eine oder andere. Von daher muss man auf die einfachsten Fragen antworten. Warum gerade während des G20-Gipfels plötzlich ein NATO-Staat angegriffen wurde? So wurde es ja zu Beginn dargestellt. Wissen Sie, ich bin natürlich vorsichtig mit irgendwelchen Schlüssen, aber das alles sieht mir sehr stark nach einer solchen Absprache aus, bis zum geht nicht mehr. Aber ein bisschen haben sie sich verrechnet. Leute sind gestorben. Und die Polen müssen sich dafür verantworten, gegenüber der eigenen Bevölkerung. Die polnische Führung muss gegenüber den Polen Rede und Antwort stehen. Wie konnte das passieren? Warum wurde das Territorium von Polen beschossen? Wer hat sich da abgesprochen? Warum hat die Rakete plötzlich die Richtung geändert von Ost auf West und ist dann dahin geflogen? Und warum haben sie diese Rakete in diesem Moment abgeschossen, als sich gerade keine russischen Raketen in der Luft befanden? In diesem Moment waren da keine russischen Raketen. Auf diese Frage muss man antworten und dann wird auch alles klar. Wissen Sie, diese Mistkerle gehen sogar so weit, dass sie das aufs Spiel setzen, was heilig ist. Es war auch gut von beiden und hierfür muss man ihn loben, dass er ehrlich gesagt hat, Entschuldigung, aber das waren keine russischen Raketen. Merken Sie sich das. Von daher, also gegen uns läuft ein erbitterter Krieg, ein Kampf. Und dieses Beispiel zeigt, wie sie sich verbrannt haben und schnell versuchen, wie die letzten Gauner, dieses Thema unter den Teppich zu kehren. Jetzt wird über dieses Thema im Westen fast gar nicht mehr gesprochen. Das heißt also, das ist erst der Anfang. Und sie bedauern, also die Polen und die Ukrainer, dass es keine russische Rakete war, die da angeflogen kam. Sie wollen uns provozieren. Sie wollen die Eskalation. Aus diesem Grund müssen wir auf unsere Leute schauen, auf unsere Wirtschaft. Die Wirtschaft ist die Grundlage für alles. Wenn es eine Wirtschaft gibt, brauchen wir uns vor keinen Kriegen zu fürchten. Ich denke, wenn es Gott gibt auf der Welt, dann wird er schon bald alles ans Tageslicht bringen.